So, ich fange mich mal an. Also, vorgestellt bin ich ja schon. Und ich darf was zum Thema der Auswirkung der Rohrradkurve auf das S-Bahn-Netz erzählen. Wie wir alle wissen, gibt es Kreuzungen. Die Rohrradkurve ist auch so etwas wie eine Kreuzung. Eine Kreuzung ist, da läuft der Verkehr einfach nicht so wie auf einer normalen Strecke. Hin und wieder muss man die eine Richtung anhalten, damit die anderen fahren können. Und deshalb fahren einfach dort weniger Autos oder Züge. Das heißt, die Kapazität ist geringer. Wenn es dumm läuft, kommen viele auf einmal und es kommt zu Staus. Wir nennen es dann Verspätung. Bei der S-Bahn kann sich das dann dumm auswirken. So hat ein Einzug Verspätung und fährt meinetwegen zu spät nach Waibling. Und man hat Pech und verpasst dort den einzigen Bus, der von Waibling rausfährt. Ja, und wie das so alles passieren kann, das will ich jetzt mal genauer erklären. Also das S-Bahn-Liniennetz kennt hoffentlich fast jeder. Wir haben die große Stammstrecke, ich persönlich stehe da jetzt drauf, die läuft ja hier unter der Lautenstraße durch mit 6 Linien. In die Richtung da hinten, da teilt sich es auf, nach Ludwigsburg, Waibling, Essling und so weiter. Nach oben drehen einige an der Schwabstraße um. 3 Linien fahren hoch nach Vaihingen, eine geradeaus nach Herrenberg und 2 Linien biegen bei Rohr ab zum Flughafen. Und genau dort kommt das Corpus Delicti hin, die Rohrradkurve macht so einen kleinen Schlenker da rein. So, wie sieht es jetzt heute aus, wenn ein Regionalzug kommt? Denn wir reden ja über Mischverkehr, dann müssen wir zur S-Bahn noch andere Züge dazu mischen. Der Regionalexpress kommt von Süden nach Herrenberg. Einige Leute steigen um in die S-Bahn, dann fährt er weiter. Und schon vor Rohr verlässt er wieder die S-Bahn-Gleise auf die Goldbahn, kommt wunderschön die Panoramabahn da hinten über den Nordbahnhof rein, bis er dann hier ist. Eben wie gesagt, einige Leute steigen in Herrenberg aus und überfüllen beinahe die S1 schon. Genau, man könnte das ein bisschen schneller durch Vaihingen durch als die S-Bahn, aber das passt soweit gut. Und wie soll es dann in Zukunft aussehen? Also der Mensch vom Bodensee ist natürlich ganz toll schnell am Flughafen, aber das wollt ihr gar nicht hören. Der kommt also von Singen, fährt nach Herrenberg und kurz vor Stuttgart biegt er dann rechts ab und fährt mit der S-Bahn weiter zum Flughafen. Teilt sich also die Gleise mit der S-Bahn und das kann dann zu Komplikationen kommen. In der Gegenrichtung fährt er dann später irgendwie vielleicht durch den Tunnel hoch, kommt irgendwann am Flughafen an und muss jetzt auf den S-Bahn-Gleisen fahren und im Rohr links abbiegen in Richtung Singen. Das läuft ganz ähnlich wie die Autofahrer. Sie kommen dann vom Flughafen hoch und biegen an der A8 zur 81 rüber und werden über eine Brücke, glaube ich, über das Stuttgarter Kreuz geführt. Hier läuft es anders. Der Zug hat so eine Art Ampel. Wir haben hier Signale. Der links abbiegende Zug muss den Gegenverkehr anhalten. Der kriegt ein rotes Signal. Die S-Bahn muss warten, der Zug kann jetzt gemütlich rüberfahren und sich dann Richtung Herrenberg einsortieren. Das wird alles wunderbar funktionieren, weil man macht es nämlich so, dass dann einfach nicht so viele S-Bahnen mehr über die Felder fahren, dann muss ich auch nicht so häufig eine S-Bahn anhalten. So, und das nächste Blatt, genau. Aber ich glaube, ihr habt es auch schon mal erlebt, Züge haben Verspätungen. Und was ist dann? Dann geht es nämlich so los. Der Fahrplan passt nicht mehr. Jetzt kommen 2 Züge gleichzeitig. Dann muss halt einer warten. Die Regel der Bundesbahn ist es eigentlich, der stärkere Zug, also der höhere mit der höheren Kategorie, hat Vorfahrt. Das würde bedeuten, der Regionalexpress kommt und ist noch nicht mal in Böbling und schon muss die S-Bahn warten und warten und warten und warten und kann dann irgendwann zum Flughafen fahren. Und jetzt hat man uns versprochen, die sollen jetzt gleichberechtigt werden. Das heißt, der Zug, der zuerst den Knopf drückt, der darf fahren.
kann ja sogar passieren, aber was passiert dann? Dann kommt der Regionalexpress, die S-Bahn hat schnell den Drücker gedrückt, jetzt muss der Zug warten und die S-Bahn fährt und hält in Obereichen, in Echterding bis zum Flughafen und der Zug schleicht hinterher. Dann steht er am Flughafen und weil er jetzt schon verspätet ist, kommt er jetzt, will er runterfahren. Jetzt kommt aber gerade der ICE, der von Bratislava nach Paris will, glaube ich. Und dann muss er halt leider den mal vorlassen. Das macht ein Fahrgast zweimal mit, dreimal mit. Und dann macht er, was heute schon viele machen, er steigt in Herrenberg aus. Dort wird die S-Bahn eingesetzt. Die S1 ist heute schon voll. Das ist die einzige Dreier-S-Bahn, die ich eigentlich hier so fahren sehe. Fährt also rein, die Leute in Böblingen müssen sich reinquetschen. Türen gehen gar nicht schnell zu. Ja, dann haben wir die Verspätung schon in der S1 wieder drin. Und es tut uns halt weh. Genau, so kommt das Ganze zustande. Naja, spätestens wenn dann der ICE von Zürich kommt, dann glaube ich nicht mehr, dass die S-Bahn Vorrang hat, dann wird die halt so richtig ausgebremst. Dann gucke ich mal weiter, genau. Und das heißt das eben für uns. Auf diese Weise kriegen wir Verspätungen rein, verpassen Anschlüsse und das gefällt uns nicht. Genau, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Das Ganze passiert, weil eben so eine Kreuz, also die Rora-Kurve einfach eine Kreuzung ist. Man muss gegenseitig auf sich warten und stört uns alle. Deshalb, damit auch, darf ich nochmal darauf hinweisen, es darf jeder seine Einwendung machen, der hier irgendwie betroffen ist, also der schon mal mit der S-Bahn fährt und was verpasst. Mustereinwendungen haben wir schon vorbereitet auf der Webseite von Vaihinger gegen den Kopfbahnhof, vk21.de. Ja, und dann danke für eure Aufmerksamkeit. Oben rein. Ciao. Vielen Dank, Jörg Wittmann, für diesen aufschlussreichen Beitrag. Und auch euch Vaihingern, das ist irgendwie nichts hier. Und auch euch Vaihingern für eure Arbeit gegen dieses im wahrsten Sinne des Wortes unterirdische Projekt. Liebe